Im Revier Reubelsdorf gibt es sehr viele Winterlinden, die sehr gut geeignet sind für Bleistiftproduktion. Wir würden sehr gerne heimisches Lindenholz einsetzen in unserer Stiftproduktion, sind aber dann natürlich an gewisse ökonomische Realitäten gebunden. Also je nachdem, welche Qualität ein Lindenstamm hat und natürlich wie dick er ist, kann man davon ausgehen, dass wir aus einem Lindenstamm zwischen 2.000 und 10.000 Stiften produzieren können. Aufgrund dessen, dass die Linde eher im Zwischenstand wächst, ist das Holz relativ homogen. Es ist ein weiches Holz, das man gut bearbeiten kann. Die Linden, die wir heute gefällt haben, die werden in den Odenwald kommen, in der Nähe von Michelbach, Grasellenbach zu der Firma Monheimer. Da werden sie eingeschnitten. Wir sind immer bei heimischem Holz geblieben und wollen das auch in Zukunft so handhaben. Grundsätzlich finde ich dieses Vorhaben, wir machen aus heimischem Holz ein heimisches Produkt, eine sehr, sehr gute Idee. Die Kanthölzer sind das Rohmaterial, was in die Bleistiftproduktion kommt. Zunächst werden daraus die Fehlerstellen ausgekappt und nur die gesunden Klötze, die dann letztlich von 12 bis 25 cm lang sind, je nach Stiftlänge, kommen dann an die speziellen Maschinen. Ende des Prozesses haben wir die Lamellen, die von hier aus direkt zur Firma Städeler gehen und dort weiterverarbeitet werden. Die Brettchen wurden vom Sägewerk Monheimer angeliefert und gehen jetzt weiter in die Produktion. Aus dem Holz, welches von den Bayerischen Staatsforsten für dieses Projekt bereitgestellt wurde, können wir rund 100.000 Stifte fertigen. Im Rahmen unseres Lindenprojekts wird die komplette Entstehungsgeschichte eines Bleistifts von der Auswahl der Bäume über das Fällen dieser, das Zuschneiden der Brettchen bis hin zur Produktion des fertigen Stiftes erzählt. Und so wurde aus einer bayerischen Linde ein hochwertiger Stift.